Chinas Notenbank versucht weiter gewissermaßen mit Liquidität das Virus zu ersäufen. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf das, was heute zu erwarten ist. Und zunächst mal scheint diese Taktik zu funktionieren. Die Aktienmärkte in China drehen vom Minus ins Plus. Die US-Futures steigen, damit wird der DAX höher öffnen. Also Notenbanken aller Länder, vereinigt euch und druckt die Welt so zu, dass nichts mehr schiefgehen kann, dass Märkte auf gar keinen Fall mehr in irgendeiner Form eine Preisinformation enthalten, weil sie so grundsätzlich manipuliert sind, dass eigentlich jede Beschäftigung damit schon fast absurd wird. Manchmal kommt es mir so vor, bei den westlichen Aktienmärkten ist das noch ein bisschen gedrosselt, da ziemlich offen ist die ganze Geschichte in China. Man hat heute über 400 Milliarden Yuan investiert, reingepumpt, um, wie man sagt, das Vertrauen zu stärken, die Interbankenzinsen zu senken. Naja, und generell, weil man natürlich vermeiden will, dass ein weiterer Sell-off hier eine Schwäche Chinas offenlegen könnte, die ohne Frage da ist, die virulent ist. Und jetzt ist die Frage, wie werden die westlichen Märkte darauf reagieren? Wird man diese Rallye, die im asiatischen Handel da passiert ist, fortsetzen? Schauen wir uns erstmal an, was da der Fall ist in Sachen Virus. Wir haben neue Zahlen in Sachen Virus, beziehungsweise haben neue Indikationen, was hier der Fall ist. Hier sehen wir zunächst mal ja Wuhan, diese Drehscheibe, die praktisch im Südosten Chinas die ganze Geschichte hier versorgt. Der Yangtze ist eine der zentralen Versorgungsadern Chinas. Wuhan liegt eben am Yangtze und ist praktisch das Verteilerhub von allem, was hier an die Häfen ankommt, nach Innerchina. Und hier sehen wir, dass die Provinz Hubei, in der fast alle Tote oder die überragende Mehrzahl aller Fälle, nämlich weit über 13.000 inzwischen, glaube ich, aufgetreten ist und auch die meisten tödlichen Fälle aufgetreten sind, dass die Bedeutung dieser Provinz Hubei deutlich zugenommen hat in den letzten Jahren, eben weil man so ein zentraler Verkehrsknotenpunkt ist. Hier in Relation zum BIP sehen wir, dass das gerade in den letzten Jahren deutlich angestiegen ist, in den letzten 2-3 Jahren, und das zeigt eben auch nochmal die wirtschaftlichen Perspektiven für China, die jetzt zu erwarten sind. Wir haben dann, und das ist vielleicht die Spitze des Eisbergs, Hyundai, der koreanische Autohersteller, muss seine Produktion jetzt erstmal stilllegen, mindestens für diese Woche, weil man sagt, wir haben bestimmte Teile nicht, die aus China angeliefert werden. Das ist sozusagen jetzt der erste Fall, wo wir direkt eine Unterbrechung der Lieferketten sehen, die dann zu einem Produktionsausfall führen wird. Das dürfte das große Thema der nächsten Wochen, ja vielleicht Monate sein. Wir können nicht produzieren, weil wir die erforderlichen Teile nicht haben. Darauf wird sehr stark zu achten sein. Wir haben jetzt insgesamt die Situation, dass wir den ersten Toten außerhalb von China haben, nämlich, oder den zweiten Toten, nämlich in Hongkong. Hongkong hat ja gestern einige weitere Grenzübergänge geschlossen. In Hongkonger Krankenhäusern wird gestreikt, weil das Personal sagt, Leute, schließt alle Grenzen zu Festland, zu China, sonst haben wir hier ein riesiges Thema. Das heißt, hier sind immer mehr Infizierungen auch in Hongkong der Fall, und das Krankenhauspersonal streikt, weil man sagt, das kann nicht angehen, dass wir hier die Grenzen offen lassen. Inzwischen 425 Tote nach offiziellen Zahlen und über 20.500 Infizierte bei 171.000 und einigen untersuchten Fällen. Es gibt ja auch neue Fälle in Deutschland. Da ist es sozusagen in dieser Firma südlich von München, da ist ja eine Mitarbeiterin aus Wuhan angereist und scheint sehr viele Menschen da angesteckt zu haben. Das zeigt diese immense Ansteckungsgeschwindigkeit, die hier der Fall ist. Was wird da ungefähr jetzt zu erwarten sein? Erste Schätzungen von Oxford Economics, die natürlich nicht wissen, wie lange diese Geschichte geht, sagen jetzt, im ersten Quartal wird China etwa 2% seines BIP verlieren. Auch andere Regionen werden verlieren. Das wird dann nachlassen, diese negative Wirkung. Aber die Frage ist eben, wie lange dauert die Geschichte? Das ist der zentrale Aspekt. Schauen wir uns mal an, wie hier die Dinge gestern gelaufen sind bei Alphabet. Neues Thema. Wir haken jetzt mal China und die Coronavirus ab. Aber für heute wichtig wird natürlich Alphabet. Die Zahlen waren, was Gewinn pro Aktie betrifft, hervorragend. Offenkundig hat Alphabet da wahnsinnige Kosten eingespart. Aber Umsatz war doch enttäuschend und vor allem die Werbeerlöse waren enttäuschend. Werbeerlöse haben wir schon bei Facebook gesehen, dass die Zahlen da enttäuscht haben. Nachbörslich die Aktie gute 4% im Minus, aber das ist durch die Liquidität jetzt, die aus China strömt, erstmal vergessen, aber die Wall Street wird sich vielleicht daran erinnern. Wir hatten dann auch diesen
krassen Fall mit Tesla gestern. Da haben wir gesehen, dass die Aktie weit über 780 Dollar gestiegen ist. Unglaublich. Schauen wir uns mal hier das Short Interest an. Also diejenigen, die short sind, und das dürften die Haupttreiber sein, weil die ihre Short-Positionen eindecken müssen. Die ist jetzt doch relativ deutlich gefallen. Je geringer die Shortquote ist, umso gefährlicher ist es für die Aktie, denn die sind regelmäßige Käufer. Dass das Ganze fundamental überhaupt keinen Sinn mehr macht, ist, glaube ich, nicht allzu schwer zu argumentieren. Hier sehen wir mal den Vergleich. Tesla macht etwa 2% des weltweiten Autoumsatzes aus, hat aber eine Marktkapitalisierung von weit über 18%. Volkswagen etwa hat über 18% aller produzierten Autos der Welt, aber hat nur eine Marktkapitalisierung von 12%. Toyota zum Beispiel 19% der produzierten Autos, aber eine Marktkapitalisierung von über 30% aller Autohersteller der Welt. Oder sozusagen am Gesamtkuchen der Autohersteller der Welt. Wir sehen also, dass Toyota eigentlich ein Stück weit zu teuer ist. Vielleicht zumindest zu teuer im Vergleich zu Volkswagen. Über Tesla brauchen wir da nicht sprechen. Dann Daimler, General Motors etc., wie sie alle heißen. Also das war gestern natürlich schon eine ziemlich krasse Story, die da abgelaufen ist. Schauen wir uns mal an, wie die Märkte jetzt eröffnen. Was wir hier sehen, das ist der Nasdaq 100. Wir hatten gestern ja diese Rallye, die vom ISM bedingt war, die von diesem neuen Optimismus bedingt war. Ja, das wird schon nicht so schlimm. Chinas Notenbank hat da reingepumpt, die Aktienmärkte nicht völlig kollabiert in China, das war gestern das Thema. Dann kam der ISM-Index, der besser war als erwartet, mit merkwürdigen Begleiterscheinungen, die Zahl wurde zurückgezogen, dann doch wieder bestätigt und publiziert. Allerdings zeigt diese ISM-Zahl, das ist vielleicht noch interessant, dass nur 44% der befragten Unternehmen von Wachstum berichten. Das ist genau dieselbe Zahl, die im Januar 2008 berichtet hat. Auch damals war der ISM-Index für den Januar 2008 sehr, sehr gut, besser als erwartet, aber eben die Zahl genau bei 44% und das Januar 2008 war dann der erste Monat einer Rezession. However, wir sehen, dass dann die Wall Street so ein bisschen abgebröckelt ist. Es ist das alte Schema. Man wird vorbörslich gerne nach oben gekauft, beziehungsweise gleich zur Handelseröffnung. Dann passiert nicht mehr so wahnsinnig viel. Dann kamen die Zahlen von Alphabet. Es ging nach unten, zunächst mal auch dann im asiatischen Handel, aber dann die Notenbank und Bums. Wir sehen hier zwei größere Schübe, die dann die Aktienmärkte in Asien nach oben bringen, können wir uns auch anschauen, etwa am China A50. Hier sehen wir das, Bums, erster Schub blub, und dann nochmal so ein Halbschub. Das ist gesteuerte Märkte, das ist sozusagen gelebte liberale Demokratie, wenn man so will. Schauen wir uns mal den S&P 500 noch an, 3271 aktuell. Was wird der DAX aus dieser ganzen Story machen? Wir sind aktuell bei 13.120. Da könnte man mal ein herzliches Dankeschön nach Peking schicken, finde ich. Dann haben wir den Euro-Dollar, da sind wir bei 1.1061. Wir sind Gold bei 1572. Leichte Schwäche jetzt eben dieses Risk-On, das durch diese Liquidität hier erzeugt wurde. Frage ist, wie lange wird der anhalten? Und wir sehen Öl, das sich jetzt bei 50,74 erhalten kann, nachdem wir gestern das erste Mal seit Januar 2019 unter die 50er Marke gefallen sind. Also, man versucht jetzt durch Liquidität vor allem das Vertrauen wiederherzustellen. Aber Liquidität ist kein Ersatz für zusammenbrechende Lieferketten. Das wird das nächste große Thema sein. Nicht nur, dass China sozusagen hier natürlich abkühlen wird, wenn hier Produktion nicht stattfindet, sondern die Lieferketten, die sich daran anschließen, die werden jetzt unterbrochen. Das wird sozusagen dann wie so ein Welleneffekt eben auch in den Westen kommen. Aber die Aktienmärkte sind optimistisch. Wir gönnen es Ihnen und freuen uns, dass wir Liquidität haben durch die Notenbanken, die damit die Marktwirtschaft so herrlich frei gestalten, wie wir uns das alle wünschen. Jetzt einen wunderbaren Start in diesen Dienstag haben wir heute. Servus und ciao.